bis 45 km/h Höchstgeschwindigkeit, werden die unterstützt von dem Motor, sogenannte S-Pedelecs, wahrscheinlich S Genau. von Speed, nehme ich an. Der Bernd fährt jetzt bereits seit 6 Jahren, hast du gesagt. 6 Jahre. Hast du dein Riese und Müller Scharcher HS? Genau. Und konntest uns natürlich da also wirklich einschlägige Tipps und Erfahrungen kundtun, was eventuell einen dazu bringen könnte, dann bei uns ein S-Pedelec zu kaufen. Ja, Bernd, warum hast du dich eigentlich für einen Riese und Müller entschieden? Naja, also für mich war damals schon entscheidend, eigentlich den hohen Qualitätsstandard, das Riese und Müller damals Charger gehabt hat. Also die Qualität, Gell? damals schon. Also vor Damals. 6 Jahren war dieses Pedelec, wo ich jetzt noch habe, auch heute noch habe, eigentlich fantastisch schon in der Stabilität vom Tretlager her, von den Bremsen her, von der Gabel her. Also man hatte da schon bei einer 35er Geschwindigkeit, was durchaus eine Art Reisegeschwindigkeit ist, also wo man sagen kann, das fährt man über eine längere Strecke, also man wird nicht jetzt die volle 45 ausreizen, hatte das ein also wirklich sicheres Fahrgefühl. Gut, für alle, die es noch nicht wissen, damals war der Scharcher das erste E-Bike von Riese und Müller, welches als E-Bike konstruiert wurde. Vorher waren es Fahrräder und wurde dann mit dem Motor ausgestattet. Und der Markus Riese als Visionär für nachhaltige Mobilität in Deutschland hat schon gesagt, wir brauchen diese schnellen S-Pedelecs für dass die im Verkehr mitschwimmen können, dass sie einfach zügiger ans Ziel kommen. Und hat dann mit seinem Team die Rahmenkonstruktion, die Fahreigenschaften auf diese Geschwindigkeit hin ausgelegt. Das ist auch der Grund, warum heute Riese und Müller auch als normale Standardfahrrädler mit als Pedelec 25 km/h so unglaublich gut die Fahreigenschaften haben. Ja, und das andere, das schon der Bernd ergänzt, die Bremse müssen natürlich entsprechend ausgelegt sein und so weiter und so weiter. Genau. So, also das heißt, Nur so knapp bei 12.000 ungefähr. holla! Also Ja. 12.000, ich meine durch eine Enviolo mit Zahnriemen, gell? Richtig. Also, wie war das bisher? Hast du da Arbeit mitgehabt? Nee, fantastisch. Also ich habe auch noch den ersten Riemen drauf. Also da war überhaupt nichts, keine Arbeit. Man hat es wirklich nicht wie jetzt beim normalen Schaltwerk mit Kette zum Beispiel, die Sauerei oder die Kettenpflege. Ja. Das fällt alles weg. Und gerade wenn man es im täglichen Einsatz hat, auch das Fahrrad, ist es natürlich ein Wahnsinnsvorteil. Also, das hört sich schon mal gut an. Von der Übersetzung her ist es ja so, die Novinci-Schaltung oder Enviolo hat eine Übersetzung von 380%. Das heißt, die ist dann anders ausgelegt wie ein 25 km/h Pedelec. Die ist ja länger dann. Wenn man dann an einen Berg kommt, der ein bisschen steil ist, dann hast du den Nachteil, dass einfach die kurze Gang fehlen, die leichte Gang. Stimmt das? Ja, ne? Jein, eigentlich. Denn es ist so, dass ich, also wir haben ja einen 12%igen Berg da bei uns, ne? Also, und also für mich ist es kein Problem gewesen, trotzdem mit diesem Fahrrad diesen Berg zu machen. Also, Okay, also jetzt, damit du das jetzt weißt, es gibt die neuen Modelle 2021, 2022 und so weiter, die dann mit Kettenschaltungen ausgelegt sind, die ein deutlich größeres Übersetzungsverhältnis haben. natürlich besser Die machen. gehe ich schon heute auf 500% hoch. Und dann gibt es noch die Roloff E14, die für mich die beste Alternative ist für S-Pedelecs, weil sie eben 520% hat. Absolut auch zuverlässig und wartungsarm wie die Novinci-Schaltung. Also das tut natürlich nochmal einen riesen Vorteil bringen, ne? Das Ja, muss man sagen. also zu dieser Zeit war das die beste Lösung gewesen, Genau. eindeutig. Heute würde ich sagen, ein S-Pedelec entweder mit Kettenschaltung, dann muss man halt eben das Warten pflegen und dann die Kette doch irgendwann mal bei 7.000, 8.000 Kilometern erneuern, also den kompletten Ritzel mit Kettensatz. Bei der Roloff-Schaltung ist es nicht erforderlich. Das glaube ich nur ein Ölwechsel mal zu bestimmen Ja, oder so. so am Anfang mal die ersten 5.000 Kilometer und dann empfehle ich mir alle 10.000 Kilometer einen Ölwechsel. Ja, also,
Das sind jetzt mal so die Besonderheiten von solchen Rädle. Schnelle S-Pedelec. Riese und Müller hat ja dank seiner visionären Philosophie, dass man die Mobilität in Deutschland neu denkt. Also die Politiker verlangen ja, es soll neu gedacht werden. Mhm. Nicht nur von den Autoherstellern, nein, bitte nicht. Es gibt auch noch die anderen, also uns. Genau. Und dadurch, dass ja quasi dieser Gedanke in alle Modelle eingesickert ist, bei Riese und Müller, hat man, also Riese und Müller ist mir bekanntlich der Hersteller mit der absolut allergrößten Auswahl an S-Pedelecs weltweit überhaupt. Na, also man kann praktisch, es gibt die Modelle Scheiger mit einem Akku, Super Scheicher mit zwei Akku, Delight, Super Delight, Hommage, also ist auch wieder ein vollgefülltes und Load und. Also es ist wirklich spannend und eigentlich wäre ja alles gut, wenn man jetzt in der Schweiz wäre. Mhm. Weil die Schweizer, die sind in manchem etwas cleverer wie die Deutschen, auch in der Gesetzgebung. Die sind da etwas, sagen wir mal, das gibt ja noch einen gesunden Menschenverstand, gell? Also, oder? Ja, hat man schon mal was von dem gehört oder gibt es den heute gar nicht mehr? Der gesunde Menschenverstand. Also ich denke mal, du sprichst jetzt darauf an, welche der Fahrrad welche. Ja, genau. Also die Deutsche bringe es nicht fertig, dass sie für diese S-Pedelecs die Fahrradwege freigeben. Ich sage mal ganz kurz meinen Gedanken noch dazu. Man braucht ja ein Kennzeichen, ein Versicherungskennzeichen. Richtig, Haftpflicht. Jawohl, und man braucht einen Führerschein. Auch das. Auch einen Führerschein. In dem Fall den AM oder B. Holla. Hier in Deutschland. Ich habe noch der alte 1er und 3er von oder 1900. So. Ich war, so ein Lappe, so. Das ist so ein Lappe. Da habe ich mich nie drum gekümmert um sowas. Ich durfte alles fahren, immer bis 7,5 Tonnen. Ja gut, es geht um Folgendes und zwar, also der Gesetzgeber sagt, nein, diese Fahrzeuge dürfen nicht fahren. Obwohl ja ein Rennrad, du bist ja jetzt Gravelbiker auch noch, ne, Gravel? Rennrad und Gravel, ja. Ja genau, und wie schnell fährst du da so auf der Ebene? Naja, das sind mal über 30, ne? So, und das wäre ja eigentlich so die Durchschnittsgeschwindigkeit von einem S-Pedelec. Ja, also wenn ich mit dem Riese und Müller unterwegs bin im Pendelbereich, dann über 30 bis 35, in dem Bereich so. Kann man fahren. Und quasi wie auch ein schneller Rennradfahrer. Und so ein, der Rennradfahrer, wie schnell darf der fahren auf dem Radweg? So schnell er will. Richtig. So, und der S-Pedelec-Fahrer, dem wird es verboten, da zu fahren. Weil der Radweg, eigentlich wollte man ja Radweg fahren, der ist sicherer. Mhm. Ja. Und jetzt ist aber da ein Verbot ausgesprochen. Und mir hat einmal der Markus Riese erzählt, das hing mit dem ADFC in Berlin zusammen. Aus dem Grund habe ich auch den ADFC viele Jahre boykottiert. Aber die sind so engagiert, die Leute, also die in Berlin, die haben ja Fehlentscheidungen getroffen, offensichtlich. Aber hier das normale ADFC-Volk, also die unterstützen. Wir sind jetzt schon bereits, sind wir da so ein Mitglied. Also kurzum, die wurden befragt und die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Diese schnellen E-Bikes gefährden bestimmt die anderen Verkehrsteilnehmer auf dem Radweg. Folgendes vorstelle, die brauchen ja einen Führerschein, die Leute, die mit Richtig. So etwas fahren. Und in dem Führerschein macht man eine Prüfung und da steht dann dort, bitte halten Sie die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit ein. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, auf dem Radweg maximal 30 km/h, was glaube ich auch so in der Schweiz ist, ne? Dann müsste ja normalerweise der Fahrer oder Fahrerin auf dem S-Pedelec auch maximal 30 km/h fahren dürfen. Wenn man jetzt die aber verbietet, dass sie dort fahren, geht man wohl davon aus, dass die sich an dieses Gebot nicht halten. Mhm. Also das muss man sich jetzt mal vorstellen, man führt im Grunde genommen einen Führerschein ad absurdum, denn man geht davon aus, die machen wohl den Führerschein, halten sich aber nicht an die gesetzliche Vorgabe. Also bräuchte man ja praktisch kein Auto mehr fahren, gar nichts mehr. Ne? So, also wenn Sie jetzt hier werde Zuschauer von diesem Film, einen Einfluss hätten in der Politik, dann nehmen Sie doch mal einen auf die Seite und erkläre dem, was so ein Nonsens hier in Deutschland ist, wie
eigentlich der Fortschritt verhindert wird. Dann mit der Helmregelung, du lieber Gott im Himmel, reicht ja nicht ein Radhelm. Man hat dann doch von Mofa-Helmen integral schon drüber diskutiert. Das ist ja alles ein Unsinn. Aber ist ja jetzt nicht Fakt. Also, ist es noch? Aber das Tragen eines Helmes ist vorgeschrieben. Genau. Das muss man sagen. Finde ich auch zu Recht. Also in dem Fall. Auf alle Fälle. Weil nämlich Mofa-Fahrer müssen auch tragen. So. Richtig. Also jetzt kurz zu diesem Thema. Das ist eigentlich das, was diesen ganzen Fortschritt, das mehr in S-Pedelecs laufen, dass das verhindert wird. Das ist eine Verhinderung. Also so. Und wie machst du das? Man muss mal ganz klar sagen, den überwiegenden Bereich fahre ich auch auf der Straße. Man kann, wenn man sich anständig verhält, denke ich, das ist eine Entscheidung des jeden selber, durchaus mal auf dem Fahrradweg fahren, wenn man, denke ich, weit unter, ja, im Bereich zwischen 20 und 25 im ganz normalen Fahrradverkehr sich angleicht. Es gibt ja auch noch ein Schild Mofa frei. Da weiß ich jetzt von meiner Seite her, dass man auch mit einem S-Pedelec angeblich fahren darf. Dazu würde ich aber jeden raten, wirklich nochmal sich genau zu informieren auch. Da gibt es ja auch genug Texte im Internet, wo man sich informieren kann, um dann auch sicherzugehen, dass ich mich richtig verhalte. Ja? Man ist natürlich als S-Pedelec-Fahrer auch gern, wie soll ich sagen, innerlich mit dem Fahrrad unterwegs, innerlich. Also zum Beispiel gibt es ja auch Einbahnstraße in Gegend der Fahrtrichtung, dass man da reinfährt. Also das würde ich jetzt nicht machen in dem Fall. Ja. Also mal vom Grundprinzip her, die Regeln einhalten ist sicherlich wichtig. Also es geht ja eigentlich darum, man soll sich und andere im Straßenverkehr nicht gefährden. Und ich muss auch als normaler Fahrradfahrer meine Geschwindigkeit an die Situation anpasse. Und wie oft wird auch der Fahrradweg als Radweg benutzt, als Fußweg. Also ich weiß es hier aus dem lieblichen Taubertal, da sind dann Scharen von Fußgängern mit Kinderware, Rollstuhl und über die ganze Straße verteilt sind die dann sonntags unterwegs. Und wenn dann da so eine Truppe mit Radlern kommt, hallihallo, da muss man wirklich verdammt aufpassen, gerade vor allem, wenn man um die Kurve fährt und ist dann überrascht, dass da ein ganzes Volk steht, ne, und so. Also ich muss eben meine Geschwindigkeit anpassen an die jeweilige Situation. Auf alle Fälle. So, und ja, also mehr können wir Ihnen jetzt nicht raten, denn wenn Sie größere Strecke zurücklegen wollen, also sagen wir mal, größere Strecke ist so, was sagst du, ab wann lohnt es sich, auf so ein E-Bike zu steigen, das statt Pedelec, also ich meine es statt Pedelec, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel zur Arbeitsstelle fahren würde, zum Beispiel 10 Kilometer, könnte man auch mit normalen fahren. Was hast du da für einen Vorteil mit dem Schnellen? Ja gut, 10 Kilometer, das ist so eine Grenze, wo ich sage, ja, kann man mal drüber nachdenken. Man könnte auch ein normales E-Bike nehmen von der Geschwindigkeit her. Aber ich denke mal, 20, 25 Kilometer ist überhaupt kein Thema. Und da wird es richtig interessant, denke ich. So, da haben wir es jetzt. Und also nach meinem Dafürhalten, ich würde nicht ins Auto steigen wollen, weil ich Bewegung brauche. Ich würde tatsächlich dann, also ich persönlich würde das so eingehen, dass ich tatsächlich auf dem Radweg fahre und würde mich entsprechend verhalten. Denn früh um 7, wenn noch wenig los ist, dann kann man natürlich auch schnell fahren, würde ich so machen. Wenn man nachmittags zurückfährt, dann ist es Betrieb, dann macht man halt in Gottes Namen ein bisschen langsamer. Ja, also ja. Definitiv. Und ich gehe jetzt nicht nur von den Fahrradwegen aus, sage ich ja. Also ich bin überwiegend auf der Straße und man muss ja jetzt nicht auf der Bundesstraße unterwegs sein. Ja, oftmals ist es ja auch so, dass die Dörfer eine gewisse Landstraße als Zuführweg zur Großstadt haben, sodass ich nicht im dicksten Verkehr mit LKW und so weiter bin oder nur einen kleinen Umweg fahren muss, um im Fahrrad unterwegs zu sein und trotzdem schnell ankommen. Also ich habe immer den Vergleich bei mir, also ich habe nach Würzburg circa 15 Kilometer oder teilweise 20 Kilometer, je nach Ortsbereich. Und wenn ich dann meine Frau sehe, die da frühs mit dem Auto fährt und ich fahre dann mit dem S-Pedelec und meine Frau hat einen Durchschnitt von 40 und ich mit dem S-Pedelec 30 km/h oder 32 km/h,
und kommen dann an, ja, also das ist eine Lachnummer, ja, also in dem Fall fährt mal Frau ein gutes Auto, sage ich mal, ja, und ich komme im S-Pedelec ein paar Minuten später an, ja, und da wird es einfach interessant, ja, also 20 Kilometer und wenn einer eben vom Dorf außerhalb anstatt dem, selbst, ich sage jetzt mal, den Bus jetzt nicht nehmen kann, weil die Taktzeiten nicht passen oder was auch immer. Ich habe zwei Taschen hinten dran, da kriege ich jede Menge Zeugs rein und dann kann ich da wirklich diese 20 Kilometer in einem zügigen Tempo fahren. Und es ist auch so, dass wenn man eine gewisse Fahrtechnik mal hat und ein bisschen Vertrauen auch in die Straße wieder bekommen hat, ja, dann macht einem das auch nicht mehr so viel aus, auf der Straße zu fahren. Also auch das ist ja nicht verboten, im Gegenteil. Ne? Also wir dürfen ja auf die Straße. Also wir machen ja einen Abstandhalter hin an jedem unserer Pedelecs und E-Bikes. Kostenlos, gratis kriegen Sie das dazu. Da haben wir Versuche mitgemacht, dass die Autofahrer vorsichtiger einen überholen. Ja. Ja, nochmal ganz kurz, ich würde nochmal gerne auf die zwei Modelle hier kommen. Das sind also unsere populärsten schnellen E-Bikes von Riese und Müller. Einmal der Super Delite und der Super Scheicher. Warum Super? Weil sie zwei Akkus haben. Also hier integriert, in den Rahmen drin. Sind zwei Akkus versteckt, also man könnte hier aufklappen, schwuppdiwupp, und könnte die auch rausnehmen, ansonsten lädt man sie hier da an der Seite, ist irgendwo eine Ladebuchse, da drüben ist sie. Warum zwei Akkus, Bernd? Warum zwei Akkus an einem S-Pedelec? Ja klar, also ich meine, durch dem, dass ich natürlich eine andere Geschwindigkeit fahre, habe ich natürlich auch einen höheren Stromverbrauch. Ja. Und zwar wesentlich höher. Er ist schon etliches höher, muss. Zu meiner Zeit, als ich meins gekauft habe, gab es nur einen Akku. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, bei mir zwei Akkus im Rahmen unterzubringen. Ich habe dann teilweise mal einen zweiten dabei, je nach Strecke oder das Ladegerät halt, um zwischenzuladen. Bei 20, 25 Kilometer ist es noch kein Riesenproblem. Aber wenn ich dann weiter und Berge noch zwischendrin habe, ja, dann wird's wirklich, bin ich auf der sicheren Seite mit der ganzen Sache. Und wenn ich dann noch schneller fahren möchte, sowieso, also dann ist auf alle Fälle der zweite Akku du vollkommen sinnvoll. Den. Also ich kann mich gut erinnern, dass ich eine Tour gemacht habe, da habe ich es wirklich eilig gehabt, Tauber abwärts. Das waren 25 Kilometer mit einem S-Pedelec, volle Pulle gefahren. Nach 25 Kilometer war der Tank leer. So, dann habe ich unterwegs das war eine Kirche, habe ich dann aufgeladen, den Akku, und bin dann langsam, bin ich dann zurückgefahren, hat dann der Strom gereicht. Also das bedeutet, wenn Sie es wirklich ausreizen, dann brauchen Sie auf alle Fälle zwei Akkus. Dann ist es manchmal auch so, die Arbeitgeber, die möchten nicht, dass man da auflädt. Manche arbeiten für irgendwelche komischen Institute, wo der Entscheidungsweg zu lang ist, es ist keiner so da wie hier in so einem Unternehmen wie bei uns, dass ich sage, jawohl, ist erlaubt, ihr dürft Strom tanken, wir machen schließlich auf dem eigenen Dach, sondern das ist dann einfach so, da muss man vielleicht wieder mit dem gleichen Tankinhalt wieder zurückfahren. Also, das zudem, wenn dann super, mit Postualbatterie, das andere ist noch, diese zwei Modelle unterscheiden sich insofern, hier ist ein vollgefedertes und hier ist ein teilgefedertes S-Pedelec. Die vollgefederten haben jetzt durch das aktive Fahrwerk, vorne Federgabel, hinter, daneben die gefederte Hinterkupplung, gute Fahreigenschaften, wie an einem Motorrad. Und habe ich mal die Höchstgeschwindigkeit gesehen von so einem Fully S-Pedelec, was zurückgelegt wurde, und zwar vermutlich nicht auf der Ebene, sondern bergab. Das war sage und schreibe 92 km/h. Also das ist schon schnell, gell? Das ist schnell, 92. Und Sie dürfen versichert sein, Riese und Müller sind gebaut praktisch wie kleine Motorrädler. Und man fühlt sich immer noch sicher. Also das ist dieses vollgefederte Fahrwerk.
Da geht es nicht um den Komfort, es geht um die Fahrsicherheit. Also gerade wenn es in die Kurve gehe, dann würde ja, wenn das Rad nicht aktiv voll gefedert wäre, dann springt es ein bisschen so, also so ein Hardtail, und dann merkt man, wie man ein bisschen nach außen driftet. Bei dem daneben, das läuft wie auf Schienen, ein Fully. Kannst du das bestätigen, Bernd? Ja, also ich hatte ja noch nicht den Vorteil, dass ich hier ja, eine genau. Schwinge hat, die mitfedert. Also ich habe noch quasi einen starren Rahmen hinten. Und mit dem bin ich selber ja auch schon 75, knapp 80 vielleicht gefahren. Ja, doch einen Berg runter, den 12% bei uns ich da. Ich weiß, wo das ist, ja. Aber und das ist Riese und Müller-Technologie. Die Fahrwerkstechnologie. Und das ist auch der Unterschied von Riese und Müller zu anderen, weil diese Räder werden in Deutschland konstruiert von Leuten, die eine Ahnung haben und die auch das Ziel haben, solche E-Bikes zu bauen. Darum kostet auch die Riese Müller ein bisschen mehr, weil einfach mehr Aufwand betrieben wird. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? An der Stelle einen ganz kurzen Hinweis an die Zuschauer. Die beiden, was da vorne stehen, die haben sehr lange Fahrrad- und E-Bike-Erfahrung. Die wissen, was man zu tun hat, wenn man so schnell einen Berg runterfährt. Bitte nicht daheim aufs Rad setzen und jetzt einen Berg runter schießen. Also die zwei da vorne, die haben wirklich Ahnung davon, was sie machen. Zu den Fragen, jawohl. Verbrauchen Fully mehr Strom als ein Hardtail? Nein, natürlich nicht. Es sei denn, sie sind ein wenig schwerer, dass man sagt, gut, okay, diese 2 Kilo oder sowas in der Richtung würde da dazu beitragen, aber eher nicht. Nein. Es ist eindeutig nur die Geschwindigkeit. Und zwar, der Verbrauch wächst ja im Quadrat. Aus dem Grund, wir haben jetzt welche nachhaltiger Mobilität und Klimaschutz und so weiter, haben wir ja auch, ich bin ein großer Befürworter für Tempo 130, ob man es hören will oder nicht, auf der Autobahn in Deutschland, weil eben der Verbrauch exorbitant wächst. Also wenn man mit 200 km/h unterwegs ist auf der Autobahn, brauchst du ein Vielfaches wie mit 130. Und das wäre für mich die erste Maßnahme, die ich treffen würde als Entscheidungsträger, als Politiker, wenn ich einen Einfluss hätte, hier die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen. Nicht für dich vielleicht, du aber für alle. Du hast doch gar kein Auto, das 200 fährt. Nee, ich würde da nicht so schnell fahren, da habe ich Angst. Ja gut, und so ist es mit dem E-Bike. Also Sie merken zum Beispiel schon den Unterschied, wenn Sie mit 20 km/h Durchschnitt fahren, oder mit 23 km/h, schon dort steigt der Energieverbrauch. Sehr schön kann man das überprüfen, und zwar auf unserer Internetseite. Gehen Sie mal gerade auf Technik oben im Register Technik und dann auf den Bosch Reichweitenberechner. Und dort können Sie dann 20, 30 Parameter eingeben, wie zum Beispiel, welchen Motor fahren Sie, welchen Akku, welches Fahrzeug, welche Straßen und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und dann sehen Sie, wenn Sie den Regler in der Durchschnittsgeschwindigkeit immer höher schraube, was dann da auf einmal der Stromverbrauch sich erhöht und die Reichweite sinkt. Mhm. Ich stelle kurz den Link in den Chat rein. Ach so, das geht, toll. Was man heute alles kann. So, jetzt ist er drin. Jetzt nochmal ganz kurz. Was brauche ich eigentlich alles für ein S-Pedelec? Ich brauche einen Führerschein. Mhm. Was brauche ich noch alles? Dann braucht man definitiv die Haftpflichtversicherung. Das heißt, ein Kennzeichen, wie man es vom Mofa oder Mokik früher, Moped. Also es fällt unter Kleinkraftrad, das Ganze. Man muss mindestens 16 Jahre alt sein. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nach den neuesten Führerscheingeschichten, M-Führerschein. Ja. Und von der Ausstattung her unterscheiden sich noch einmal diese E-Bikes durch einen Spiegel, der ist Pflicht. Spiegel. Dann ein Bremslicht haben wir mittlerweile auch und eine Hupe. Mhm. Deutschland ist da wirklich, aber gut, eine Hupe. Eigentlich, kannst du dich erinnern an diese Radlaufglocken? Die hat man vorne an der Reife hingedrückt früher und dann hat das Grrrr gemacht. Ja, das wäre es doch auch, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, aber die war bei uns jetzt. Brauche ich nicht mehr unbedingt. Aber die war sehr effektvoll. Da sind immer alle auseinandergesprungen. Ja, klar. Das nächste wäre, es gibt ja diese Pop-up-Radwege seit Corona in den Großstädten, Köln, Berlin und so weiter. Da gibt es eine Zweitstrecke nebendran, da darf man mit den 45er E-Bikes fahren. Da ist man komplett alleine, nur als kurze Info. Welches oder
ab wann sagt man, okay, das S-Pedelec wäre was für mich? Also ab wann sage ich vom normalen E-Bike aufs S-Pedelec umsteigen? Das ist das, was wir vorhin eigentlich schon mal kurz angesprochen haben. Also ich sag mal, ich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, so im Bereich ab 20, 15, 20 Kilometer macht es Sinn. Für Pendler? Für Pendler. Statt wirklich, Auto? Ja, statt also wenn ich wirklich jeden Tag damit unterwegs bin, dann kann ich da wirklich powern und habe die Zeit auch gegenüber dem normalen E-Bike wirklich, macht es dann auch was aus. Ja? Und das macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, muss man auch noch sagen. So, und jetzt schau mal hier. Ja, ja, gut, das, du erinnerst mich was. Ja, ja, ich erinnere den Bernd an etwas. Also im letzten Winter habe ich also definitiv dieses Dach montiert und war eine klasse Geschichte, muss ich sagen. Gerade in der Geschwindigkeit um die 30 km/h, ja, keine kalten Hände. Muss ich sagen. Auch kein kaltes Gesicht? Kein kaltes Gesicht. Das hat sich bis zu den Knien runtergezogen, also dass man sagen konnte, wirklich die Knie haben da auch noch profitiert. Man konnte so ein Ding runterklappen bei Kälte, gell? Ja, hast du also das gemacht? War klasse. Eine Ablage ist da vorne auch noch drin, wo man sein Zeug reinschmeißen kann. Handschuhe, alles. Und ja, hatte mich da überzeugt im Winterbereich, Nässe, Kälte. Ja. Ich bin bei Schnee sogar gefahren gewesen, das Ganze. Ja. Ja, also war eine tolle Geschichte. Es geht um Folgendes, und zwar im Grunde genommen ist ein Fahrradfahrer, ein E-Bike-Fahrer, ist er quasi der Natur ausgesetzt, vollkommen. Während im Auto, ja, das Blech außenrum ist, Cabrio-Fahrer, habe ein Verdeck, das ich hochmachen könnte, bei schönem Wetter kommt es runter. So mutet man im Grunde genommen uns Radlern zu, dass wir uns dann mit Jacke und Hose und so weiter drapieren und gehe in die Kälte. Also es ist schon ein bisschen eine Zumutung. Also Zumutung, ein schöner Begriff für, man mutet, also man braucht Mut im Grunde genommen, um das durchzuhalten, einen Winter lang durchzufahren. Und diese Erfindung daneben kostet jetzt 100 € rum. Nachhaltige Mobilitätswoche hatte ich einen Kunden von uns da, und der hatte eine Regenjacke, die er immer unterwegs dabei hat, zusammengeknüllt. Dann habe ich gefragt, ja, was kostet das Ding? Also die war nicht atmungsaktiv, aber sie hat Reißverschlüsse gehabt und sie ist absolut dicht, hat er mal erklärt. Auch die lag bei 450 €. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich mir eine Jacke kaufe, nehme ich mir doch lieber das Dächle. Man kann es ja wegnehmen, also man kann dieses Ding daneben zack, zack, kann man abmachen, da fährt man nur mit Schild. Und im Sommer kommt es halt ganz weg, fertig. Aber das ermöglicht, mindestens ein Drittel länger zu fahren. Also ab Oktober langsam wird es ungemütlich. Also dann hätte man November, Dezember, Januar, Februar. Also 4 Monate, ein Drittel des Jahres durchfahren. Also erstmal, man braucht dann sein Auto nicht anmelden und umzusteigen auf irgendwas. Sondern man fährt mit seinem eigenen E-Bike. Ja, und all die Vorteile, die halt dort damit zusammenhängen. Also war eine gute Geschichte, muss ich sagen. Ja, definitiv. So, es ist vielleicht noch nicht so oft gesehen. Man hat anfangs auch keinen gesehen mit Regenschirm. Also damals im Neandertal, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der erste im Neandertal, der erste Einwohner dort, einen Regenschirm gebaut hat, da haben sie alle ausgelacht, was machst denn du? Aber es hat sich irgendwie rumgesprochen, es hat sich bewährt, heute, wenn es regnet und man hat keinen Regenschirm dabei, nur dann sagt man, ja, wo muss ich keinen Regenschirm? Das wäre doch eine tolle Erfindung, es gibt schon länger. Also, nur zum Beispiel, ich bin überzeugt, dass dieses Dächle, Wähltop genannt, wir vertreiben das exklusiv in Deutschland, dass dieses Dächle eine ganz große Zukunft hat und die Mobilität, Hilfe, also wir denken mit, Nachhaltigkeit, ja, also Mobilität neu denken, wir denken mit, gell? Definitiv. So. Ganz kurze Frage zum Wähltop. Ist der Stromverbrauch höher? Ja, er wird höher. Etwas. Ja. Etwas, wobei ich habe Versuche gemacht, ich bin mit dem Wähltop der Berg runtergefahren und neben mir ein normaler E-Biker ohne Wähltop, bei schönem, trockenem Wetter, so sind wir beide runtergefahren.
Und da hatte ich tatsächlich von der Geschwindigkeit her, war ich kaum langsamer. Das deutet also darauf hin, dass die Aerodynamik von dem Dächle so gut ist, dass man also, sagen wir mal, auch jetzt, wenn man jetzt auf der Ebene fährt, mit der E-Unterstützung, auch kaum mehr Stromverbrauch hat. Also es tut im Grunde genommen nicht zu Buche schlagen. Zumal, wenn man zwei Akkus drin hat, das eh dann ist für diese eh Strecke eh nicht relevant ist. Ja. Kann man so sagen. Okay, ich hätte jetzt gerne nochmal gesagt, ich habe ja auch schon das S-Load gefahren. Ja? Die Schnelle von Riesemühle, ja. Das Lastenrad. Da möchte ich Mobilität. Da haben wir wirklich das Gleiche wie mit den, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Fahrrädern. In dem Fall ein vollgefedertes, das Load ist vollgefedertes in 45er Version. Möchte dafür auch eine Werbung machen, weil einfach dieses Teil genial ist. Also wenn jemand da auch längere Strecken hat und hat diverse Sachen mitzunehmen, ein klasse Teil. Also man kann damit wirklich seit 30, 35 km/h fahren, was ja keiner glaubt bei so einem großen Fahrrad. Ne? Also ja, und hat da vorne drinnen meinetwegen noch 20 Kilo Kiste, Werkzeugkiste, also ich sage mal Schornsteinfeger und so weiter, was auch immer, an Handwerker, die Kleinmaterialien dann in die Stadt fahren, sagen wir mal auch von Land meinetwegen in die Stadt hinein, besser geht's nicht. Also auch da war ich überzeugt, ich hatte eine große Alukiste zum Beispiel vorne drauf, die war abschließbar, da hatte ich Werkzeug drin gehabt, alles was ich so gebraucht habe, und bin da vor Ort hingefahren, konnte dort sofort anfangen, muss keinen Parkplatz suchen in Würzburg. Und, was die ganzen Vorteile eben davon sind. Also für Handwerker wirklich eine super Alternative, wird auch oft gefördert von den Ländern. Jetzt eine Frage, das Load ist eine Alternative, aber jetzt gibt es auch die Anhänger, was man hinten mit der Kupplung dran machen kann. Was ist denn der Vorteil von einem Load im Gegensatz zu jemandem, der einen Anhänger transportiert? Mhm. Also zum einen muss man ja mal sagen, man muss die Anhänger erstmal suchen, die in diese Geschwindigkeit zugelassen sind. Also über 25 km/h. Ja? Man hat ein viel sicheres Fahrgefühl, weil man muss sich immer vorstellen, das Fahrrad ist eine Einheit. Ja? Also ich habe das Gepäck vor mir, das Auswiegen auch des Fahrrads ist optimal. Also Gewicht, Fahrrad bei so einer Geschwindigkeit, wenn ich fahre, auch in den Kurven. Ja, das ist eine Einheit. Wenn ich jetzt einen Anhänger hinten dran habe, habe ich ein zusätzliches Teil, das hinten schwingt, das hoppelt und macht und tut, auch wenn ich jetzt einen Bordstein rauf fahre und so weiter, ja, muss ja erstmal ein bisschen aufpassen, auch hinten. Im Fahrrad selber ist auch die Ware sehr fixiert. Man kennt es ja, wenn ich jetzt einen Transporter habe, also einen Transporter, wo ich meine Sachen, einen Schrank drin transportiere, Fahrzeug, jetzt Auto, dann muss ich da nicht so aufpassen. Wenn ich jetzt einen Hänger habe, wo ich den Schrank rein tue, und dann muss ich schon sehr aufpassen, weil der Hänger einfach agiert, macht, tut. Ja? Das habe ich da alles nicht mit dem Hänger. Ja? Das muss man eigentlich sagen. Ja? Der Bernd bezieht es jetzt hauptsächlich auf die Schnelle, auf das schnelle Load. In dem Fall jetzt auf Schnelle, ja. Ja, also ich bin ein großer Befürworter bei geringeren Geschwindigkeiten von Anhängern, weil man deutlich flexibler ist. Denn das, so ein langes Transportrad, das muss der erste Mal, wenn man irgendwo parkt, auch wieder wenden können, rausfahren. Also bei mir zu Hause wäre es denkbar unmöglich mit einem Lasterrad, weil ich habe einen sehr schmalen Zugang bei uns in die Garage oder Abstelldächler habe ich mir. Und da käme ich gar nicht rein und käme auch nicht richtig raus. Mit dem Anhänger, den mache ich zack, mache ich gerade weg und dann fahre den separat dann durch die Tür durch und stelle ihn irgendwo hin und bin flexibel. Wenn ich ihn brauche, dann mache ich ihn hin, wenn ich ihn nicht brauche, na los den Weg. Ich denke, es ist sehr individuell. Also wie jeder das eben gerne hätte, ja. Auch individuell. Auch ich bin jetzt auch wieder auch im anderen Bereich ein Befürworter mit, weil es gibt Leute, die sagen, zum Beispiel, wenn ich Kinder transportiere, also habe ich jetzt erst erlebt, wo ich mit meiner Tochter ein Gespräch über Kinderanhänger gehabt habe am Fahrradrand, beziehungsweise Lastenfahrrad, weil es eben auch immer mehr in den Kigas verwendet wird als Transport für die Kinder. Meine Tochter hat mir zum Beispiel gesagt, sie würde niemals in den Kinderanhänger ihr Kind hinten reintun. Weil?
weil sie Angst hätte, von den Autos auch hinten angefahren zu werden oder sonst was. Sie würde das Kind immer vor sich haben wollen, aus Sicherheitsgründen auch, weil es in den Reling drin ist, in den Kasten drin ist, stabiler wirkt. Also das ist sehr individuell und auch gefühlsmäßig. Scheinbar da wirklich auch mit Load-Fahrrädern, also sprich Lastenfahrräder, sehr gut umgehen können. Also ja, letztens war ich übrigens in Würzburg, bin mit meinen normalen gefahren und kommt eine Mama mit einem Lastenfahrrad an und dann bin ich da hinterher gefahren und ich bin bald nicht nachgekommen. Ne? Die hat ein S-Pedelec und zwei Kinder drin und ist dann mit 30 km/h gefahren. Also okay, also man scheint auch da wegen so jetzt langsam immer mehr darauf einzugehen und das immer aktueller zu werden, nämlich nachhaltige Mobilität. Ja genau, also Mobilität neu denken. Die Politiker, die verlangen es. Hier im Volk, in der Basis, wird es bereits gemacht. Schön wäre es, wenn es die Politik auch noch die entsprechende Gesetze dann auch noch verabschieden würde und hier freigeben würde, dass zum Beispiel die S-Pedelecs auf Radwegen fahren dürfen, auch in Deutschland. Denn man kann neu denken, aber was nutzt es, wenn das Denken einfach nicht umgesetzt werden darf? Also hier ein Appell noch einmal an die Regierungen, die wir jetzt und in Zukunft haben werden. Wenn dort auch nichts macht, dann habe ich immer ein Problem, euch zu wählen. So. Ist, egal ob Schaltung genau. Ist. Okay. Unterschiede, ganz kurz nochmal zusammengefasst, Pedelec zum S-Pedelec beim Riese Müller, was verändert sich da? Die Hupe? Also als erstes mal der Motor. Jawohl. Das ist ein spezieller Motor, der da von Bosch entwickelt wurde, übrigens auch Generation 4. Da könnte es zu Verwechslungen kommen, weil die darauf das irgendwie nicht hinweisen. Die sagen nur irgendwie, ich glaube, der nennt sich, wie nennt sich der Motor dann? S-Motor, ja, irgend so in die Richtung. Speed-Motor, das habe ich. Speed. Richtig, Speed. Nein, es ist Generation 4, weil die Technik des Generation 4 ist außergewöhnlich robust mit Metallgetriebe innen drin, verstärkte Lager, abgedichtet und so weiter. Aus dem Grund ist es wichtig, dass der Motor drin ist, ist aber von der Leistung anders ausgelegt, von der Geschwindigkeit, von der Drehzahl und so weiter. Ja, dann erst mal das, dann haben wir aber ansonsten die gleiche Laufräder, gleiche Bremsen, meistens gleiche Bremsen, lediglich ein Bremslicht ist dran, was zum Teil auch schon an den neuen normale Pedelecs verwendet wird. Ein Spiegel haben wir gesagt. Kennzeichen ist dann hinten drauf. Ich glaube, Seitenleuchten müssen noch dran. Irgend also so viele Fans, was Blinden, da der Gesetzgeber da wieder vorschreibt. Ja, das ist eigentlich so der Unterschied. Und es kostet ein wenig mehr wegen der Zulassung. Betriebserlaubnis. Die Betriebserlaubnis, solche S-Pedelecs, da wird ja ein riesen Bahai draus gemacht wegen der Zulassung. Da muss jedes einzelne E-Bike abgenommen werden. Aus dem Grund sind auch die Kosten so immens hoch. Das liegt nicht an der Technik oftmals, das liegt einfach an der Gesetzesgebung und an der Zulassungs-, an den Kriterien, was da alles erfüllt werden muss. Das kostet ein Heidegeld, sowas. Ja, also ich würde sagen, jetzt feuerfrei oder freie Fahrt. Also ich plädiere für S-Pedelec. Ja, ich auch. Für die Zukunft. Und wenn Sie in der Winter durchfahren wollen, was ja durchaus Sinn macht, dann nehmen Sie Ihr Wähltop. Am Anfang guckt man Ihnen nach, später schüttelt jeder den Kopf, wenn einem im Winter einer gesehen wird und der fährt bei strömendem Regen oder bei Eises ohne Wähltop rum. Also dann, vielleicht sehen wir uns hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Bis bald. Tschüss. Tschüss.